Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life gezockt? Okay, los geht's. Noel, lieber. Das hier ist unser Gewächshaus. Genmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Ärschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hasenfische, Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir ihnen zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran. Inwiefern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Weißt du, Genmanipulation geht nicht nur bei Tieren und Gemüse. Wir arbeiten daran, auch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terence. Ah, jetzt muss ich's sagen. Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terence kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh shit, ich glaube, das waren wir. Also, machen Sie das alles hier, um Ihren toten Sohn wieder zu beleben? Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Ärsche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Tja, da wären wir. Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Okay, okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten Sie hier genmutierte Sechsklässler? Beruhige dich, Super Craig! Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gönner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechsklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Was für modifizierte Katzen? Ah, gleich da drüben. Ein Wohltäter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Ärsche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Ärsche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Sässig. Das ist ja noch nie passiert. Mist, das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Hallo, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pair? Glaubt ihr, ihr könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's, der Kuhn. Jetzt lass den Scheiß. Leute, lasst euch nicht auf den Hurensohn ein. Er ist ein Wir haben genug gehört, Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor, wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc. Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu, Freedom Pals. Nein. Sag mal, dieser Typ von eben, ich hab vergessen seinen Namen, ne? Der hat doch einen Arschfetisch, eindeutig. Ey, was ist denn mit dem Fall? Den Rest deines Lebens. Ja. Tut mir leid, Kinder. Au. Wir wohl alle hier sterben. Nein, Quatsch. Die Mistviecher beißen und kratzen wie blöd. Ja, deswegen verbrennen wir die. Mach ich mal so. So. Erstaunlich. Wir könnten sogar überleben. So. Eine angewiderte Katze. Eieiei. Ja, perfekt, oder? So, hier brennt ja gut auf dem Feld. Guter Move, hat mich unterhalten wie ein TV-Mehrteiler über mehrere Abende, denn so schnell nehme ich die Dinge wahr. So. Ja, so stark sind die jetzt auch nicht. Ja, wir sterben. Mach die? Keine Sorge, das soll das? Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Oh, perfekt. Keine Gnade. Nee. So, bitteschön. Aber ich fürchte, ihr seid arschmäßig noch immer unterlegen.
Nee. Nee. Tut mir leid. Ah, ich hätte das andere nehmen können. Ja, tschüss. Ich bin zuversichtlich, dass das mit der Tür jetzt klappt. Ja? Ja, toll, super. Hast du knapp. Oh, oh, hab wohl mehr Testobjekte freigelassen. Du Trottel. Ah. Mann. Auf damit. Ganz sicher, ich hab's gleich. Sonst irgendwas? Nee, ne? Mach ich das. Ja, passt. Ja, bist schön. Vorsicht vor den Krallen und den Arschen. Ja. Was? Das könnt ihr nicht machen. Wie weit kommen die? Das ist die Frage. So, hier bist du schön. Guter Schuss. Danke. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meine Testobjekte einen Heißhunger auf Menschenfleisch entwickeln. So. Könnte mit dem Arsch zusammenhängen. Ja, macht ja nichts. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Perfekt. Ah, gut, gut, gut. Miau. Ja, miau. Okay. Scheint echt nicht mehr. Oh Gott. Was? War auf damit. Oh, scheiße, tut das weh. Echt? So heftig? So. Es ist soweit. Hm. Irgendwo war doch. Ja, perfekt. Los. So. So. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Echt düster. Ja, komm. Aua. Zeig keine Schwäche. Nee, tu ich auch nicht, aber. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Aha. Komm. So. Bitte schön. Tschüss, Katze. Jimmy? Du überlebst noch? Der Knopf hat dreimal hintereinander was anderes gemacht. Ah, ich bin. Nee. Ah, sorry, Mysterion. Und tschüss. So. Geschützt. So. Sorry. Wollte ich nicht. So, du frierst, ne? Ja. Tja, Dennis ist so geschockt. Perfekt. Ja. Mach ich mal so, weil er kann Mysterion dahin. So. Ja. Das dürfte dich ein paar Follower kosten. Noppa. Ah, jetzt wird die auch alle beide geschockt, die restlichen. Ich hoffe, es waren alle. So. Ja. Die ist weg. Beide. Sicher. Ah. Oh, oh Gott. Mist. Naja, irgendwann lachen wir drüber, falls wir das überleben, was wir nicht werden. Hier kommt Mysterio. Wow. Wow, du bist so gut. Soll ich die nehmen? Ja, ne? Wie viel kostet das? Das? Hm. Na ja, komm. Ah. So. Naja, Hälfte wenigstens. Ja, ich muss echt mal heilen. Und das macht schon mir am besten, oder? Ich bin mir ganz sicher, ich hab's gleich. Hm, ja, mach ich das. Ah, werden eure Sünde, bla bla bla. Ja. Mögen vergeben und alle Sklaven frei sein. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Ist es immer doppelt? Keine Ahnung. So. So, das ist gut. Eine Katze friert ja noch. Oh nein. Hör auf damit. Geschützt, ey. So. Sie ist friert und schön Schock, ne? Genau. Es ist die Katze dran. Die geht auf den und auf Jimmy. Nicht den. Der hat ja auch einen Namen. Finger weg von seiner Insulinpumpe, Penner. Wer bin ich jetzt? Ja, gut, okay. Ja, bitteschön. Ja. Zeig es den Pennern so richtig. Mach ich schon. Eieieiei. Hör auf damit. Ich werde dich rächen. Ich kann mich selbst rächen, danke. Ja, oder? Ja, komm. So. Ah, voll fail. Getaggt. Ja. Ist das Mysterium rein? Ja. So. Oh, gleich alles fail, ey. Ah, schade. Naja.
Ich bin mir ganz sicher, ich hab's gleich. Na, nimm ich die. Ja, die sind auch gleich weg. Mister, ich mach mal alle Katzen anders, wie die eigentlich sind. Nochmal. So. So. Kann ich ihn schon? Ich kann doch ihn, oder? So. Komm. Los. Noch einmal. Ja. Ja. Da hast du recht. Also, ich bin. Ja, ja, ja. Dann ist sie wenigstens auch weg. So, tschüss. Ja. Sind ja nur noch zwei Katzen. Ei, ei, ei. Sorry. Jawohl. Oh, oh, das ist nicht gut. Ja, ne? Und jetzt stell dir dazu richtig teure Lizenzmusik vor. Los geht's. Ja. Werde ich machen. Ja, perfekt. Ja. So, tschüss. Ein paar Einäscher konnten viel Äscher besiegen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Anscheinend doch, ne? Sieg. Ja, yeah, Kostüm, BFA 50, ey. Und neuen Platz. Ja, cool. Epischer Platz. Was kriege ich denn als nächstes? Gar nichts. Meine armen Viecher. Wir müssen aus dem Labor raus. Vielleicht. Vielleicht können wir durch die größeren Räume. Hier lang, Kinder. Ja. Ah, hab nicht wirklich erwartet, dass das klappt. Nischt bekommen war. Nischt. Einfach nischt. Okay, was kriegen wir neu? Ja. Inventar war es nicht, ne? Ich mach trotzdem mal alles. So, Kostüme. Hier eben auch weg. Sag mal, was ist neu? Das und das will ich nicht. Okay, dann noch hier Accent Make-up. Brauche ich. Und den Charakterbogen. Ne, ab 10 kriegt man nichts mehr. Nichts. Okay, aber immerhin, wir haben einen neuen Platz. Das ist schon mal geil. Was ist denn besser? Beides gleich, ne? Wow. Dann nehmen wir doch das, oder? 110%. Ah, da steht sogar was. Heiligen Stellen 100% mehr Gesundheit bei Teammitgliedern wieder. Und das 10% bei den eigenen, oder was? Regeneriert in den Zug deiner Maximalgesundheit. Also mehr. Das mache ich jede Runde. Ja. Tiefsitzende Macht. Habe ich hier irgendwas Besseres? Ne. Hier? Ne, ne. Hier. Auch nicht. Ja, habe ich aber was Besseres. Minus 10, minus 10 kritisch. Ei, das ist doch eigentlich gut, aber kritischer Schaden minus weg, ne? Und mache ich es eigentlich ungerne halt, ne? Weil das ist echt schon gut kritischer, aber mehr und Gesundheit Wiederherstellung ist jetzt auch besser wegen da oben. Naja. Vielleicht bin ich einfach so dumm, aber ich will das sagen. Jetzt gehen wir weiter. Die mutierten Sechstklässler sind entkommen. Das hätte auf keinen Fall passieren sollen. Ah, Schule ist kacke. Eltern sind doof. Ja, was ist so blöd? Oh, shit. Schon okay. In der Turbahn sind wir sicher. Oh, die Turbahn geht nicht mehr. Jemand muss zum Hauptprozessor und die Überbrückung aktivieren. Wo ist der Prozessor? Im dritten Stock. Ah, war blöd, den da zu platzieren, oder? Jemand muss also runter und den Schalter betätigen. 1, 2, 3, ich nicht. Ich nicht. Sorry, aber du bist die einzige logische Wahl dafür. Ja, eigentlich bist du schon an allem hier schuld. Danke. Geh runter. Ja, dann geh ich runter. Ist hier überhaupt richtig? Nö, ne. Aber gibt's hier irgendwas? Ja. Verbrauchsgegenstand, siehst du? Vielleicht in der Mülltonne was? Und hier ist noch eine Tasche. Oh, Schrott und Dings. Ja? Ja, danke. Wir sind so gefickt. Einleuchtend. Nee, 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 nee.
Was ist das denn? Das besteht ja nur aus. Ja, denke ich. Ja. Schuh ist tot! Ah, Sechstklässler! Sieht ja aus wie King Kong mit einem Cappy. Guck mal, was da ist. Bin doch nicht blöd. Ha. Okay. Au, au, oh, nee. Wie komme ich da hin? Alles hier voll im Arsch. Für den Arsch. Jetzt falsch, ne? Muss doch irgendwas. Aha. Nein, kann ich nicht machen. Ja, toll, danke. Kann ich ja nicht so schnell machen, oder? Ja. Übereinstimmung. Und jetzt nochmal, oder was? Weil der müsste ja da sein und dann ganz schnell wieder Dings. Ja. Krieg ich nicht hin. Hä? Warte mal. Nee. Ja, das weiß ich. Was soll ich damit machen? Ach so. Oh, Mann. Hätte ich auch früher. Komm, drauf kommen können. Nein. So. Hier, bitteschön. Das wollte ich machen. Jetzt kann ich das nicht machen. Ah, irgendwie muss ich die Säure doch wegbekommen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, das weiß ich schon. Rezept. Als ob. Warum gleich nicht so? Bullshit, der Richtige für jeden Job. So. Warum gleich nicht so? Ich suche mich da dumm und dämlich und dann. Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür, aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Der Sinn von Treppen ist doch, dass man keinen Strom braucht. Wenn der Generator da läuft, geht die Tür zur Treppe auf. Ja. Hey. Danke. So. Bitteschön. Alles schon gemacht. Warum gehst du nicht einfach durch die Tür? Anscheinend hast du keinen Bock. Ach nee, die wollen ja nicht dahin. So, hier ist schön. Soll ich das jetzt dahin? Okay. Ah, ich weiß schon. Weiß ich als Laser? Nee. So. Danke. La la la. So. Ja. Bitte. Wie krieg ich das denn eigentlich da? Nee, ne? Egal. Umwerfen. Komm. Hallo, ich brauch dich, Mr. Diabetes. Ein Klack für Captain Diabetes. Ja? Ja, hier. Und los geht's. Oh ja. Bitte. Sehr schön machst du das. Okay, bis später. Ja, bis später. Das kann ich rückgängig machen. Das heißt, mach ich erst. Muss ich sogar. Kann ich das irgendwie hier? So. Schubse ich hier gegen. So. Und dann. Hallo. So. Und dann natürlich rückgängig. So. So. Aber erstmal Schrott und so, Technik. So. Ja, wäre schön. Warte mal, kann ich hier hoch? Geil. Ja, wichtiger Gegenstand. Keine Ahnung warum. Warum. Naja. So. Als ob man. So, hier wäre schön. Ja. Tschüss. Ja, genau. Jetzt geht zur Treppe und dann runter. Okay, jetzt an meinem toten Sohn vorbei. Weiter nach Westen. Okay. Hab das. Hey, Candy Snack. Da gibt's bestimmt was Tolles.
Da muss ich sogar hin. Was habt ihr so Tolles? Taco, wie viel? Hi. Verbrauch stellt beim gewählten eine Konsole. Aha, kolossale. Wert. Nimm ich mal Hi. Sonst aber nichts, ne? Ja, davon könnte ich mal zwei mitnehmen. So, tschüss. Nein, doch nicht allein. Komm her, Penner! Hey Jasper! Komm her, Alter! Hier gibt's Titten zu sehen, Mann! Titten? Ich will auch Titten sehen! Wo? Diese bösen, bösen Katzen. Aha. Ich mach mal ganz kurz. Wir gehen gleich da rein.